Reini, 45 Minuten gedrückt, trotzdem hat es nur zu einem 1:1 gereicht. Warum war die erste Halbzeit noch nicht so dynamisch wie die zweite? Ja, wir haben uns sehr schwer in der ersten Halbzeit. Wir haben unglaublich viel Fehlpässe gemacht. Wir sind nicht reingekommen vorne in die gefährliche Zone. Vorne haben wir keinen Ball halten können. Hinten waren wir einmal unaufmerksam und haben dann gleich ein Tor gekriegt. Und dann hat sich der Gegner natürlich auch ein bisschen tiefer aufgestellt und wir sind ganz schwer reingekommen. In der zweiten Halbzeit dann hat man gesehen, wir haben das Heimtor gespielt und wir haben das Herz in die Hand genommen. Wir haben probiert, dass wir da gewinnen. Nach dem 1:1 haben wir gedacht, das schaffen wir heute. Aber leider hat es nicht sein wollen. Zur Halbzeit schon zwei Wechsel. War der Trainer sehr unzufrieden in der Halbzeit? Ja, der Trainer war sehr unzufrieden. Also, aber hundertprozentig zu Recht. Wie schaut es jetzt aus nächste Woche? Muss man da wieder mehr Sieg her oder kann man so wieder einen Unentschieden erleben? Ja, wir wollten natürlich gewinnen. Wir wollten heute genauso gewinnen. Also, wir spielen nicht mehr auf Unentschieden. Wir wollen drei Punkte wieder haben. Wir rennen schon lange nach dem Dreier. Nächste Woche soll es wieder so weit sein. Ja, 1:1 gegen Karlsdorf. Ein kurzes Resümee von deiner Seite. Ja, erste Halbzeit war wieder, waren wir nicht so ein Spiel. Ich weiß nicht, es hat einfach nicht passt. Läuferisch, wir waren nicht ganz im Kopf da. Was wir zweite Halbzeit dann besser gemacht haben, einfach, dass wir wieder Gas gegeben haben und dass wir einfach, ich glaube, vier Karlsdorfer glückliches 1:1 dann war zweite Halbzeit, weil wir waren sehr spielstark, haben gut gedruckt auf das 2:1 dann und ist uns leider nicht mehr gelungen, aber ich sag, wir haben es in der ersten Halbzeit hergegeben, das Spiel und ja, leider. Das ist nicht das erste Mal, dass man in der ersten Halbzeit nicht die Leistung wie in der zweiten sagt. An was kann das liegen? Ja, man, es gibt ja auf jeden Fall am Anfang, jeder alles, ist eh klar. Es geht keiner rein und sagt, ja, heute spielst du locker. Aber ja, die Saison ist lang, die Müdigkeit kommt schon langsam, aber es ist auch keine Ausrede, ist für anderen genauso. Und ja, ich glaube, wir müssen uns einfach wieder fokussieren auf das, dass wir, unser Ziel ist der 5. Platz, den wollen wir erreichen. Und weil ich natürlich lässig bin mit einem Dreier, dann werden wir da schön dran gewinnen. Und ja, gut, unentschieden passt es da, nehmen wir mit und müssen die anderen Spiele noch. Das Ziel für nächste Woche? Ja, Hartberg. Ich glaube, da kann man nur gewinnen. Ich glaube, sehr spielstarke Mannschaft liegt uns gut, wenn eine Mannschaft spielt. Und ja, ich glaube, wir können da nichts verlieren. Drei Punkte, hoffentlich. Nachdem sich der gegnerische Trainer nicht bereit erklärt, zu uns zu kommen, mache ich noch mal kurze Werbung. Wer noch kein Stadion namenlos hat, soll sich bitte ein Los kaufen. Da ist die Trommel. Also für die wirklich Interessierten bitte. Wir haben noch ein paar Lose, um für ein Jahr den Stadionnamen hier zu tragen. So, jetzt kommen wir mal zu unserer offiziellen Pressekonferenz. Danke, dass auch Sie, meine Damen und Herren, so zahlreich noch da sind unter uns und auch so lange zugewartet haben. Und ich bitte ganz kurz, vielleicht für ein paar Minuten, um eure Aufmerksamkeit. Dann brauche ich nicht wieder zwischendurch reinschreien. Und bitte unseren Trainer Gerald Scheiblinger zu mir herauf, damit wir dieses Spiel ganz kurz analysieren können. Hast du dein Seiterl mit? Ja. Ich glaube, passt schon, dann gehen wir rein. Wir trinken Eckenberger dazu. Und wir bedanken uns vorab natürlich einmal bei Leitec Aqua, die chemiefreie Wasseraufbereitung, der Christian Graf. Steckt, glaube ich, da vorne irgendwo. Ich schaue, jetzt ging's Licht. Christian, danke recht herzlich für dein Spielsponsoring für den heutigen Tag. Es hat uns zumindest einen Punkt gebracht. Du musst dir ein bisschen mehr intensiver einbringen, dann sind auch drei Punkte drinnen. Und bei dieser Gelegenheit dann gleich die Frage an unseren Trainer, warum hat es heute nicht für drei Punkte gereicht? Abgesehen davon, dass einmal die Lotten, einmal die Stangen und einmal dies nur schuld war, haben wir es verschlafen, in der ersten Halbzeit richtig zuzuschlagen? Ja, denke schon. Erste Halbzeit war schwach von unserer Seite. Ich war sehr enttäuscht von der Mannschaft. Aber ja, das muss man ja zur Kenntnis nehmen. Wir sind einfach jetzt in der Situation, dass wir einfach, wenn wir nicht mit sehr vielen Spielern am Limit oder über dem Limit spielen vom Leistungsvermögen, dann tun wir uns einfach in der Liga schwer. Das sehen wir jetzt im Moment. Und dann waren die paar Aktionen, die dann das Spiel vielleicht kippen könnten, nicht für uns laufen und der Ball eben an die Stange geht statt ins Tor, dann gewinnen wir im Moment halt die Spiele nicht.
wir wissen es zwar, aber es tut trotzdem weh. Ja. Liegt es daran, dass die Mannschaft, wie es so schön heißt, im Fußballjargon ausgebrannt ist, was ich persönlich nicht akzeptieren kann, weil ein Fußballer muss 30 Runden Meisterschaft spielen können. Das hat nichts damit zu tun, ob das die erste oder die 18. Runde ist. Oder liegt es daran, dass wir einfach momentan ein bisschen ein Pech haben, dass es einfach nicht funktioniert? Weil ich glaube kaum, dass die Spieler in irgendeiner Weise laschieren oder Ähnliches machen. Das sind wir von unseren Spielern nicht gewohnt. Nein, laschieren dann die Spieler nicht. Aber es ist halt der Österreicher, ist halt sehr schnell zufrieden. Und durch das, dass wir viele Österreicher in der Mannschaft haben, was ja gut ist, ist halt so, dass man... Dass wir sich halt in der Komfortzone bewegen. Wir sind halt in einem Tabellenplatz, wo wir halt alle zufrieden sind und alles ist gut und jeder lobt die Burschen. Und das ist halt nicht so einfach, weil auf der anderen Seite sind sie natürlich nach einer langen Saison schon ein bisschen müde, vor allem mental. Aber ich denke, wir haben gesehen, dass die Muskelkrämpfe wieder beim Gegner gelegen sind, nicht bei uns. Also ich denke, körperlich waren wir sicher gut drauf. Von dem glaube ich, an dem fällt es nicht, aber es war einfach, erste Halbzeit waren wir einfach nicht so da, wie wir uns das vorstellen. Und ich erwarte mir auch von unseren routinierten Spielern da, dass sie vorangehen und nicht, dass der Bilic Patrick, sage ich mal, das Spiel da, dem Spiel eine Wende geben muss, ja, was zwar auf der einen Seite sehr, sehr positiv ist, aber für die Mannschaft ein Zeichen sein sollte, dass es heute einfach über weite Strecken nicht so passt hat. Danninger zur Halbzeit raus, hatte das irgendwelche besonderen verletzungsbedingten Dinge oder war das einfach nur ein taktischer Wechsel? Wenn man keine Zweikämpfe hat und wenn man keinen Sprint macht, kann man sich nicht verletzen. deswegen war das kein taktischer Wechsel, sondern ich wollte der Mannschaft einfach zeigen, dass wir so nicht spielen können. Und bei mir muss man einfach Leistung bringen. Es sind ein paar Spieler, die vielleicht ein Spiel oder zwei Spiele mehr kriegen, weil sie einfach einen gewissen Bonus auch verdient haben. Aber im Endeffekt denke ich, müssen wir eine Mannschaft aufs Feld schicken, die einfach alles gibt. Und es hat mir einfach halt nicht gefallen. Und die Burschen müssen einfach aufwachen und im Hinblick auf die nächste Saison wieder Gas geben, weil sonst werden einfach andere spielen. Das ist ganz einfach. Nächste Woche geht es nach Hartberg. Die könnten rein rechnerisch, wenn sie morgen gegen Sturm gewinnen, gegen uns schon die Meisterschaft feiern. Gibt es irgendwelche taktischen Maßnahmen, die man heute schon ergreifen kann? Wird das eher ein Verteidigungsspiel oder will man versuchen, bei diesem Spiel offensiv mitzuspielen und mitzuhalten? Ja, ich denke, wir werden sicher nicht nach Hartberg fahren und da offensiv mitspielen können, weil die Mannschaft von Hartberg einfach ganz klar über unsere zu stellen ist. Aber wir können... Oder wir werden versuchen, sage ich mal, über Konter zum Erfolg kommen und wenn wir es schaffen, dass wir defensiv mal eine Spur weniger Fehler machen und wenn der Spielverlauf, sage ich mal, für uns spricht und wir vielleicht einmal das 1-0 schießen und nicht immer kriegen, so wie in letzter Zeit, dann können wir dort Überraschung sorgen. Wir haben sie ja daheim geschlagen. Ich weiß, dass Hartberg einen Respekt vor uns hat. Und ja, wir werden dort alles probieren. Also ich glaube auch dort an einen Sieg. Das hofft man natürlich auch für uns alle. Wünschen dir und der Mannschaft ein etwas längeres, schönes Wochenende, weil es erst Freitag. Wünschen auch, dass wir in Hartberg zumindest einen, wenn nicht drei Punkte holen und dann beim letzten Heimspiel so richtig Rambazamba machen gegen Stahlbauer. Danke fürs Gespräch und schönes Wochenende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke auch für Ihren Besuch. Sie dürfen natürlich applaudieren. Danke, Gerald. Der Hinweis noch einmal, also in zwei Wochen gibt es dann unser nächstes Meisterschaftsheimspiel gegen Stadlbauer, unser Saisonabschluss. Da wollen wir dann noch einmal richtig mit Offensivfußball, Powerfußball und der Verlosung unseres Stadions für ein Jahr ganz groß dabei sein. In diesem Sinne wünsche ich noch viel Spaß heute, schönes Wochenende und dann eine gute Heimreise. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.